Hallihallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Zensiert. Bevor wir mit dem eigentlichen Video anfangen, habe ich ein bisschen umdekoriert und euer Feedback ist da reingeflossen. Ich habe von vielen gehört, das Design von den Videos ist ein bisschen arg hell. Wir haben diesen weißen Hintergrund seit Jahren. Und es gibt wohl viele von euch, die das abends im Bett noch anschauen oder generell im Dunkeln. Und da ist es ein bisschen Retina ausbrennend, habe ich mir sagen lassen. Und ich stimme dem zu. Ich bin momentan noch ein bisschen in der Designfindung. Ich habe aber schon etwas zusammengebastelt und würde mich freuen, von euch das Feedback in der Kommentarspalte zu bekommen. Ich habe das Ganze mal ein bisschen an unseren Instagram-Auftritt angeglichen, den wir für die Card-Previews nutzen. Und eigentlich gefällt mir das Ganze sehr, sehr gut bisher. Lasst mich wissen, was ihr davon denkt. Es sieht jetzt neu hier so aus. Ja, alles ein bisschen cleaner, ein bisschen dunklerer Hintergrund. Weiße Schrift statt schwarz auf weiß. Und ich hoffe, es gefällt euch. Mir gefällt es bisher eigentlich sehr, sehr gut. Ja, heute zensiert mit Cyberstorm Access. Das haben wir nämlich irgendwie ausgelassen und bisher nicht angeschaut in unserem kleinen Zensiert-Rundgang hier. Und das wollen wir heute natürlich ändern. Falls ihr neu dabei seid bei der Zensiert-Reihe, wir schauen uns hier die Kartenbilder aus dem OCG, also sprich aus dem asiatischen Raum an, fragen uns, warum die bei uns dann irgendwie anders ausschauen und was geändert wurde. Und das machen wir mit den folgenden 7 Kategorien. Das sind nämlich diese hier. Wir haben Zensuren aus Religionsgründen, Gewaltzensuren, Waffenzensuren und Erotikzensuren, Religion und Erotik, so ziemlich das, was am meisten passiert. Ja, und auch ein paar wenige, die ausgetauscht werden von den Kartenbildern. Wir haben übersetzte Kartenbilder und auch Sonstiges. Ja, heute haben wir leider nicht ganz so viele Karten, die zensiert wurden. Was heißt leider? Eigentlich ist es eine gute Sache, aber das Video wird dadurch ein bisschen kürzer leider. Und das ist dann der negative Teil. Wir haben insgesamt 2 Zensuren in diesem Set. Und es sind beides weibliche Monster. Ihr werdet euch wahrscheinlich schon denken können, in welche Richtung das heute gehen wird. Nichtsdestotrotz, wir stürzen uns ins Getümmel und beginnen mit der ersten Karte. Gran Solfacord Kulia. Ja, 2 weibliche Monster, beide in einem, ich würde jetzt mal sagen, Abendkleid mit diesen süßen Flügelchen. Ich finde die wirklich cool, die Flügel, die gleichzeitig auch ein Klavier zu sein scheinen, mit den schwarzen und weißen Tasten als Federn. Herrlich gemacht. Das ist ein wirklich wunderschönes Artwork. Das hätte ich gerne auf einer Playmat, by the way. Das wird sehr, sehr cool ausschauen, finde ich. Ja, nehmen wir noch einen kleineren Solfacord und auch die ist mit einem Abendkleid ausgestattet. Aber unser Fokus liegt natürlich auf der größeren, ausgewachsenen Gran Solfacord-Karte und ihrem Kleid. Denn ihr wisst ja, Konami ist neuerdings ins Bekleidungsgeschäft eingestiegen und hat da ein paar Aktien bei großen Stoffherstellern. Und ja, darum hat es jetzt ein bisschen mehr Stoff bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ihr es überhaupt sehen könnt. Es ist wieder mal ziemlich minimalistisch gehalten, das Ganze. Aber bei ihrem Dekolleté wurde jetzt dieser schwarze Stoff eingezogen, sodass man nicht mehr so viel von ihrer Oberweite sehen kann. Wie immer, ein bisschen schräg, ein bisschen sehr schräg. Aber hey, mehr Stoff, bessere Rüstung. Heißt das jetzt, die Karte kriegt mehr Verteidigungspunkte im TCG? Ich glaube nicht. Leider nein. Ja, die übliche Zensur-Dramatik bei weiblichen Monstern mit auch nur einem Ansatz an sichtbarer Oberweite. Es wundert mich ehrlich gesagt, dass sie nicht verkleinert haben. Zumindest sehe ich nicht, dass sie kleiner geworden ist. Wobei ich mir jetzt, wo ich es nochmal anschaue, eigentlich doch einbilde, dass die Brust, die nicht von ihrem Arm verdeckt wird, also von ihr aus gesehen die linke, von uns aus gesehen die rechte, da sind auf dem TCG-Artwork nur noch 2 Striche drauf und nicht mehr 2,5 bis 3. Also der Strich, der ganz außen liegt, der ist weg, was mich jetzt doch eher vermuten lässt, dass man das ein bisschen abgesäbelt hat. Konami also nicht nur im Stoffgeschäft unterwegs, sondern auch in der plastischen Chirurgie. Ja, ist ja gut, was wir hier für den Distributor haben für unser Kartenspiel. Doktoranden und Schneider in einem. Wow, ich bin beeindruckt. Wir gehen weiter zur nächsten Karte und das ist ein weiteres weibliches Monster. Wir haben Mikanko Tans Mayowashidori. Ich habe das garantiert falsch ausgesprochen. Korrigiert mich in den Kommentaren gerne, wie es richtig sein soll. Auch hier haben wir eine Erotikzensur und zwar ist die Karte im TCG so.
geworden. Was ist hier anders? Auch hier ist es super, super minimalistisch. Schaut mal auf ihren Bauch. Seht ihr was? Wir haben doch da diese, ja, ich weiß nicht, ob man dem Hotpants sagen kann, diese schwarzen, eng anliegenden Shorts auf jeden Fall, wo dann vorne das Tuch angemacht ist. Das ist im OCG ein bisschen tiefer ausgeschnitten. Es geht weiter unter ihren Bauchnabel runter. Da haben wir so ein bisschen mehr Haut von ihrer Taille. Und das fehlt im TCG. Da haben wir den Stoff ein bisschen höher gezogen. Also auf einem normalen Kartenartwork würde ich sagen, sind das 2 mm, wenn es ganz, ganz hoch kommt und wir großzügig sein wollen. Aber das macht natürlich den großen Unterschied aus bei so einer Karte. Ihr duelliert euch doch auch mit Lupe und Mikroskop, oder? Mache ich da was falsch? Also ich schon. Ja, jedenfalls, das wurde hier geändert bei der armen Mikanko-Karte, die übrigens Huli die Juwelen-Mikanko zeigt, falls ihr euch gewundert habt, was das für ein Monster hier drauf ist. Super schönes Artwork, ich finde dieses Grün ist richtig, richtig, richtig nice und auch das Outfit der Karte gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich glaube, Konami gefällt es auch ganz gut, dass sie an der Oberweite nichts ändern mussten, weil sie netterweise schon ihren Fächer davor hält. Und ja, da ist den Zeichnern wohl ein bisschen Arbeit erspart geblieben, sonst hätten wir da bestimmt auch noch ein paar Abstriche machen müssen oder mehr Stoff einziehen. Wobei sie eigentlich auch im OCG schon relativ bedeckt ist, was die Oberweite angeht. Nun, das waren die beiden Zensuren in dem Set Cyberstorm Access. Wir müssen sie noch in ihre entsprechende Kategorie einsetzen, was wie immer bei Sets, die eigentlich nur aus weiblichen Monstern oder weiblichen Monsterzensuren bestehen, sehr, sehr schwierig ist. Denn ja, wir haben 2 Erotik-Zensuren. Wer hätte es gedacht? Eine richtige Überraschung für, naja, niemanden. Ja, das war's für heute von Zensiert. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch gefällt das neue Layout. Mir gefällt es, je länger das hier anschaue, umso besser, muss ich sagen. Passt auch super gut zur Mikanko-Karte, fällt mir gerade so auf. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet und ob es euch so besser gefällt als vorher. Wir werden in Zukunft noch ein paar Sachen designtechnisch am Kanal ein bisschen anpassen. Ich freue mich da schon drauf, euer Feedback zu hören. Ist aber noch nicht ganz spruchreif, also habt ihr noch ein bisschen Geduld mit mir. Und ja, es gibt jetzt auch wieder häufiger Videos. Ich habe die nächsten 2 Wochen Urlaub und nichts geplant. Ich werde mich so voll und ganz dem Kanal und meinen Karten widmen. Und am übernächsten Wochenende geht es dann nach Dortmund an die YCS. Ich hoffe, ich sehe ein paar von euch, das würde mich freuen. Und ja, ich verabschiede mich mit diesem Zensiert-Video. Vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Herzliches Dankeschön auch an unsere Patreon-Supporter und Kanalabonnenten. Falls ihr dazu stoßen wollt, die Links dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Würde mich auch freuen, wenn ihr uns auf Instagram mal besuchen kommt. Wir posten da immer wieder mal ein paar Bilder von Karten und ein paar Umfragen und generell coole Sachen. Und es ist immer sehr, sehr schön, sich mit euch da austauschen zu können. Macht riesig viel Spaß. Ja, das war's jetzt von mir. Ich halte die Klappe, lasst euch weiterziehen, wohin ihr möchtet. Falls ihr ein weiteres Video von mir schauen wollt, auf der linken Seite findet ihr etwas, was YouTube denkt, könnte euch gefallen. Und rechts geht's zur kompletten Playlist der Zensiert-Videos. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!